gruselig, dass die beiden zusammen in einem Bett schlafen. Wie gruselig ist denn das? Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Die Sims 4. Und Sims sind jetzt multitaskingfähig. Das bedeutet, dass sie nicht mehr auf nur eine Interaktion zur gegebenen Zeit beschränkt sind. Versuche dich beim Trainieren zu unterhalten oder fernzusehen. Was ganz praktisch ist eigentlich. So, die Olle kann zum Beispiel nicht Fernseh gucken, also auf den Schwarzbildschirm schauen. Die ist ja halt immer depressiv, deswegen auch Schwarzbild. Ach, Schwarzbild ist so schön. Und ich glaube, sie hat Hunger, ne? Sie lässt es uns auch kaum spüren. Hier. Nimm dir doch was von dem Toast. Ich glaube, ist der schon verdorben? 3 Stunden 35 bis zum Verderben. Okay, da kann sich ja ein Gericht nehmen. Selbstständigkeit. Sims haben ihren eigenen Kopf, der auf ihren Emotionen, Merkmalen und Bedürfnissen gründet. Sie treffen Entscheidungen, die dich überraschen, erfreuen und manchmal auch verblüffen werden. Ich glaube nicht. So, die Vielfraßspiele nochmal lesen. Hat Frikadella wahrscheinlich geschrieben. Das ist das Gegenteil von Hunger Games, ist einfach die Reinstopfspiele. So. Okay, Selbstständigkeit, ich freue mich sehr. Sind jetzt alle sehr selbstständig. Mit Gefühlen spielen. Nein, wie bösartig. Sims können eine ganze Reihe verschiedener Gefühle haben, die ihr Leben im kleinen, aber auch im großen Stil verändern. Dein Sim wird nun inspiriert sein, damit du siehst, wie die Gefühle funktionieren. Danach bist du für das Gefühlsleben zuständig. Oh, hohohoho, sag doch sowas nicht. Da fallen mir gleich ganz viele Schweinereien ein. So, sie ist inspiriert gerade. Inspirationsschub, und will gerne Schreiben üben. Wegen Bestreben Bestseller-Autor. Leider geht der Inspirationsschub gerade hier. Ah ne, und sie ist müde, okay. Ich dachte gerade, der geht jetzt padauzen. Wo war denn hier nochmal? Ah, jetzt habe ich hier immer... Fähigkeiten. Ich habe hier immer, bei mir ist immer das Ding inzwischen. Ich muss mal den Monitor ein bisschen höher stellen. Ich sehe die Icons da rechts immer nicht. Die sind sehr klein hier. Die sind sehr, sehr klein. Sehr, sehr klein. Ich bin gerade rechts am Monitor, deswegen gucke ich da gerade. Habe ich schon wieder vergessen, wo die Dinger waren. Die Fähigkeiten. Also nicht die Fähigkeiten, sondern der Gemütszustand. Was? Okay, die beiden pennen. Sie müsste doch eigentlich schnarchen wie ein Truck und vor allen Dingen schlafen die auch noch. Ich finde das ein bisschen komisch. Ich meine, klar, das ist ja Mutter und Sohn, aber der ist ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste, der Fridolin. Der ist so ein bisschen so ein Howard Wolowitz, habe ich das Gefühl. Emotionen, wir geben deinem Sim die Stimmung inspiriert. Wir geben deinem Sim die Stimmung inspiriert. Ach so, damit er inspiriert wird. Das ist, wow, das hätte ich so nicht gedacht. Okay, dann machen wir gleich mal Schreiben üben. Schreiben üben. Und sie sieht immer aus, als wäre sie müde. Inspiration, dein Sim ist jetzt inspiriert. Fahre über das Gefühl. Um mehr darüber zu erfahren. Positive Gefühle bringen große Vorteile für deine Sims mit sich. Das freut mich sehr. Laune. Die Laune deines Sims gründet auf seiner aktuellen Emotion. Alter, ich wäre auch gern inspiriert, aber ich muss dauernd Sachen vorlesen. Launen sind die Wünsche deiner Sims. Fahre mit der Maus über die Laune, um mehr darüber zu erfahren. Bin genervt, muss vorlesen. So. So, sie ist ein bisschen happier, weil sie gerade Schreiben üben darf. Etwas pflanzen. Will die schon wieder Hanf anpflanzen. Inspirationsschub dieser Sim, das haben wir schon gemacht für 2 Stunden. Ziemlich lecker, das war ein recht köstliches Gericht. Und hier immer noch müde, Tremund ist müde und muss sich bald ausruhen. Kochen, dein Sim ist inspiriert und möchte kochen. Nein, möchte sie nicht, höchstens Meth. So, während er, nein sie, inspiriert ist, kocht sie bessere Gerichte. Klicke auf den Kühlschrank und wähle Kochen, um ein Gericht zuzubereiten. Levelaufstieg haben wir auch. Wer quatscht denn da draußen? Das ist ja gruselig. Hier ist doch niemand. Und die Schlömpels sind natürlich auch die einzigen, die hier draußen in den Outbacks wohnen. Da verirrt sich höchstens mal ein Geier. Oder jemand mit Todeswunsch. So, schlafen. Komm, schlaf, leg dich mal hin. Schreiben üben kannst du später. Wir können ihr quasi das Sitzen verbieten. Sie könnte theoretisch auch im Stehen am Computer arbeiten. Vermute ich mal. Ich bin mir aber gar nicht so sicher. So, kochen. Nein, die möchte nicht kochen. Lass mich in Ruhe mit deinem Kochen. Die will schlafen. Guck mal, wie die schläft. Eingeschlafen. So. Orb. Mogna.
Boah, ich muss kacken wie ein Waldschrat. Oh, du. Da kneift's mir aber die Mulle zusammen, du. Boah, erstmal den Schlipper zum Pott bewegen. Oh, hier, noch, das ist der Weg weit. So, jetzt hier erstmal. Boah, wie Arno 44, noch was rausgeknallt. So, Entschuldigung. Das waren, ja, kein Wunder, wer seine Kinder Adolf nennt. Ach, die quatschen ja auch im Schlaf und lachen sich da eins und so. Na gut. So, Frikadella ist wach, glaube ich. Bin mir gar nicht so sicher. Und Frikadella ist okay. Oh, Frikadella will jemanden umarmen. Und dann quasi, dann wird er quasi zwischen ihre Brüste gequetscht und in ihrem Körper so aufgenommen. Der verschmilzt dann mit ihrem Körper, wo er dann quasi in ihr verdaut wird langsam. Ich glaube, den Witz habe ich bei Sims 3 schon gebracht. Höheren Level der Kochfähigkeit erreichen und Fridolin bei den Hausaufgaben helfen, ist doch eine gute Mutti. Da kannst du doch nichts sagen. Die Frikadella, vielleicht gibt es hier wieder was zu essen. Oh. Ja, Alter, hätte ich ja gar nicht kochen müssen. Wie geil. Ja, ich würde sagen, also wir lassen sie mal ganz kurz ihren Grillkäse zu Ende naschen. Am liebsten würde ich ganz Teller essen. Ja, so. Frikadelle ist glücklich und jetzt fängt's an zu stinken. Aber ich glaube, ihr Teller nicht, weil sie noch pünktlich genommen hat, ne? Ich guck mal ganz kurz, steht da was dran? Grillkäse, Qualität ausgezeichnet. Ich schlag den Teller sauber! Ja, bis da kein Teller mehr übrig ist, leck ich den sauber. Kunibert muss sich auch mal sauber lecken. So, ich würde sagen, sie räumt erstmal auf. Muss ja auch eine Vorbildsmutti sein. Bum, ba, 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 da, da, bum. Okay, Geschirrspüler. Haben wir einen Geschirrspüler? Nee, haben wir nicht, ne? Die macht ja noch alles in der Spüle sauber. Was ist denn da? Ach, das ist der Mülleimer. Okay, den müssen wir auch mal rausbringen später. Guck mal, wie vorbildlich. So, und sie möchte gerne einen höheren Level der Kochfähigkeit jemanden anrufen. Wie spät ist es denn? Wo ist denn hier die Uhr? Ach, da unten. 3.53 Uhr morgens. Was macht sie denn jetzt? Blickblock spielen? Bah. Das ist doch auch für ein EA, oder? Mist, ich darf keine DLC-Witze machen. Darf ich schon. So, hat die Videospielfähigkeit erworben. Wow, Frikadella kann ihre Computerfähigkeit an Computertablets Pipapo einsetzen. Was macht sie jetzt? Nach Essen wühlen. Ich hab's nicht mal gesagt, die wühlt von alleine nach Essen. Wie geil. Alter. Wow, oh geil. Oh, da ist ja noch was. Oh geil, mit Blauschimmel. Nix zu essen? Frikadella hat Essen in diesem Mülleimer gefunden. Es scheint noch genießbar zu sein. Alter. Ich hab ihr das nicht mal angeklickt. Die schlurft sich das da alles rein. Das ist ja widerlich. Ah, Jaffes Bar. Boah, das ist ja doch richtig lecker. Lektion Chaot. Frikadella ist eine Chaotin. Chaoten lassen sich von einer schmutzigen Umgebung nicht stören und neigen dazu, schnell ein Chaos anzurichten. Frikadella Stempel. Alle Benachrichtigungen. Ja, na gut. So. Pass auf, wir spielen mal realistisch. Die Frikadella lässt stehen, schleppt sich jetzt zum Sofa. Ich muss gar nichts machen. Die Vielfraßspiele lesen. Natürlich, hat zwar selber geschrieben, das Buch. Warum nicht selber lesen? Und legt sich dann... Bulle Schocke Tiebs. Genau, quatsch doch noch lauter. Deine Tochter pennt gerade. Alter, jetzt furzt die Fridolin aufs Bett. Zwischendurch. Erst weckt sie ihre Tochter, indem sie laut liest und dann furzt sie Fridolin aufs Bett. Das ist doch, Alter, diese Mutter. Ganz ehrlich, da habe ich gar nicht da. Das ist, weiß ich nicht. Da habe ich kein Verständnis. Ich lasse die mal lesen. Die ist glücklich gerade. Höheren Level der Kochfähigkeit, aber sie will der Fridolin auch helfen. Ich frage mich, was ist denn mit den Kindern? Die müssen doch theoretisch zur Schule, oder? Oder. Ich freue mich schon, wenn wir dann nach und nach... Oh, Grasha. Was? Grusher? Was? Da geht's also um Basketbälle. Was? Ich lausche einfach mal ein bisschen. Wir brauchen ein Radio, fällt mir gerade auf. Wir haben noch 6000 Simoleons, also ein bisschen was können wir uns schon leisten. So ist es ja nicht. Ist ja nicht so wie bei armen Leute hier. Naja, eigentlich schon.
Ein Radio kann man doch super neben dem Fernseher stellen, oder? Das Problem ist, dass das Schlafzimmer hier nicht abge... Aber das ist ja Frikadella, egal. Die spielt doch Radio auch mitten in der Nacht. Das ist doch nicht ihr Problem, wenn die Kinder schlafen müssen für die Schule. Musste sie ja damals auch nicht. Die Frikadella hat's damals immer wild getrieben während der Schule. Irgendwie wollten die guten Noten ja verdient sein, die 4-. So, Kaboombox für 150. Outdoor-Lautsprecher, mhm. Altmodischer Musikspieler, Grammyphone. Mini-Stereoanlage, Bodenlautsprecher, Tower of Power. Jumpin' Joe's Jukebox, der Vermieterflüsterer. Und Retro-Stereoanlage, beste Musik aller Zeiten. Braucht Level 4 der Entertainer-Karriere. Wir nehmen erstmal das Billigste vom Billigsten, und zwar die Kaboombox. Diese Einsteiger-Stereoanlage mit dem dünnen, blechernden Klang ist nicht wirklich tragbar, aber in den meisten Fällen besser als nichts. Spaß 1, Zuverlässigkeit 3. Oh, Spaß 4. Okay. Zuverlässigkeit 8, Vermieterflüsterer. Kostet aber auch nur 1800. Spaß 1. Wir haben ja noch ein bisschen Geld übrig, Vermieterflüsterer. Ich meine, wir können theoretisch... Ich meine, eine fette Störanlage ist jetzt nicht unbedingt das, was zu den Schlömpels passt, aber... Boah. Ich bin mir gar nicht so sicher. Ach, scheiß drauf. Scheiß der Hund drauf. Scheiß der Hund drauf und wischt es wieder weg. Scheiß der Hund drauf. Frank, der freundliche Fikus. Heiße deine Gäste mit einer anspruchslosen... Ja, mit einer anspruchslosen Pflanze willkommen, die ihnen bedeutet, hallo Leute, ich bin dazu in der Lage, Lebewesen am Leben zu erhalten. Hoffentlich. Ja, müsste man eigentlich so hier hinstellen können, das wäre ganz gut. Weil hier ist schon wieder zu großer Abstand eigentlich. Das wäre schön, wenn man die näher dran stellen könnte, aber... Gut, ich glaube, da hinten setze ich dann mal eher... Es sind ja die Schlömpels. Da kann ich nicht einfach schöne Pflanzen in die Wohnung stellen. Das geht nicht. Karl, der Kaktus, wurde nicht gefragt. Man hat ihn einfach fortgejagt. Was haben wir hier? Top-Pflanze auf dem Tisch. Nö. Nö. Mega-Pflanztopf. Warum Antiquitäten bei Haushaltsauflösung oder in den Einkaufsstraßen von Urlaubsstätten für gut Betuchte kaufen? Tritt einfach durch unser hermetisch verriegelte Eingangstür, unser staubfreies Lagerhaus voll fleißiger Roboter, um im grellen Schein der Lampen den altwirkenden Pflanzentopf zu finden, den du schon immer wolltest. Ist das nicht idyllisch? Hört sich so ein bisschen nach IKEA an. Hier ein ekelhaftes Grün. Wobei, nee, die Tränenmond am Rechner, die braucht irgendwas, was nach Vergänglichkeit schreit. Haben wir denn keine vertrockneten Pflanzen? Königlicher Pfand... Hier. So. Einfach reinbratzen. Hier einfach so eine sinnlose Pflanze in der Küche? Ich weiß es gar nicht. Wie kostet so ein Ding? 140, geht sogar. Ah, Mega-Vase, guck mal. Aber ist das eine Blume? Ist das... sieht aus wie eine tote Blume, oder? Das wird auch Tränenmond freuen. Gibt's hier auch ein Schwarz? Ich muss hier mal ganz kurz... So. Muss mal eben das iPad runterräumen. Sonst sehe ich nichts. Okay. In Schwarz gibt's die leider nicht. In Grün und in Blau. Das sind alles Topffarben. Also Topffarben. Und hier haben wir noch nachbarschaftlicher Blumenkasten. Ja, nee. Also ein Blumenkasten ist mir jetzt auch zu viel irgendwo. Hier gibt's noch Sternenblumen. Oh. Wunderschön, wunderschön, das wird gehen. So, hier, das ist für Swimmingpools, die es ja nicht gibt. Weil es wohl Probleme gab mit in die Tiefe bauen, habe ich so gehört. Weil das jetzt, weil dieses Bauengine jetzt wohl ein bisschen komplexer ist. Ich habe keine Ahnung, ich halte mich da raus. Auf dem Pool können die Schlömpels verzichten, den haben sie eh nur vom Hören sagen. Wobei es schade war, weil Tränenmond ja so gerne geschwommen ist. Ist gerne geschwommen, gerne. Vor allem in ihre eigenen Tränen. So, jetzt haben wir eine gesunde, komische Pflanze. Ich überlege, ob ich jetzt wirklich mal... Oder sowas hässliches. Knallharter Kübel. Hier. Da ziehen die ihr Gemüse. Ist mir jetzt egal. Da haben sie jetzt einfach mal ein bisschen was Schönes, Dekoratives. Und fürs Fenster gibt es auch ein Gardinchen. Ich weiß noch nicht genau, was für eins. So, ist auch schön.
Aber es ist cool, dass man das jetzt an verschiedene Fenster immer einbringen kann und verschiedene Höhen und so. Das finde ich ganz geil. Ein Rollo in Weiß, bitte. So, es soll ja auch ein bisschen wohnhafter werden hier. Immerhin wollen die Schlömpels ja auch zeigen, sie sind eine kultivierte Familie. Und was nehmen wir denn da mal? Messlatte Höhenzunahme. Höhenzunami. Ein paar Poster haben wir jetzt ja auch schon in der Küche. Kann man natürlich auch super was zu essen, also da, ne? Was, ein Bild mit Essbarem. Zum Beispiel für Frikadella, ein Bild mit Essbarem, Babykäfer, Babybild. Babys sind essbar. Ein Dinosaurier, Aufkleber lustiger... Aufkleber lustiger Dino, das... Obwohl, das passt hier ganz gut zu unten, kann man auch in der Höhe, das ist natürlich sehr geil. Klebehasi, das finde ich irgendwie süß. Rohrschachhasen. Es ist ja nun mal mit... Hier wohnt ja auch Frikadella. Da müssen wir die Hasen eigentlich so machen, dass sie hier auf dem Herd landen. Und weitere Hasis verstecken sich dann hier hinter der Spüle. Die sind schon gut durch. So, mache ich mal einfach. Trotzdem brauchen wir noch ein Bild von was zu essen. Es gab doch immer Bilder von was zu essen. Wo sind denn hier Bilder von was zu essen? Unten geht's noch weiter, da haben wir der Pianist. Boah, aber schöne Sachen teilweise, schöne Sachen. Sind da verschiedene Motive oder ist das einfach nur, dass der Rahmen einfach ausgetauscht? Ich glaube, verschiedene Sachen haben verschiedene Motive auch. Hier ist es der Rahmen. Bei den Postern weiß ich gar nicht, die haben nur so ein Gedingse. Hier, aber guck ich mal ganz kurz. Ah, okay. Ich dachte, das wäre wie bei den T-Shirts, dass die verschiedene Motive haben. Ansonsten, was haben wir hier noch? Kinderzimmerdinger, Spielzeug. Vielleicht hat der Fridolin irgendwo noch was stehen lassen. Zum Beispiel eine Actionfigur. Actionfigur, violetter Verfolger. Diese gelenkige Replika des violetten Verfolgers ist bereit, Verbrechen zu bekämpfen, Bösewichte zu besiegen und die Welt zu retten. Nur für Kinder. Das finde ich gemein. Wieso nur für Kinder? Nur für Kinder, nur für Kinder, nur für Kinder, nur für Kinder. Wie heißt denn das? Das ist nicht Sexismus? Sexismus ist ja bei Geschlecht. Wie ist denn das, wenn es um Alter geht? Alterismus? Was ist denn das dann? Nur für Kinder? Das finde ich gemein. Auch Erwachsene wollen natürlich auch spielen mit den tollen Sachen. Gerümpel. Gerümpel. Der Fridolin braucht auf jeden Fall... Der Fridolin schläft ja hier. So, hat er einfach mal was neben Bett spielen, stehen, wegen Schnupfen. Das ist wegen Schnupfen, der hat, also das ist ganz schlimm, Heuschnupfen und so, da ist, So, Seife auf dem Klo wäre schön, aber nicht machbar, denn das Klo ist nur 2 Zentimeter breit. Hier vielleicht ein bisschen Küchendeko. Oh, Moment. So, Entschuldigung, ganz kurz, wieder am Rumhusten hier. Machen wir mal schwarz, ne? Ist nicht schön, aber brauchbar. So, ist ja nur einfach Geraffel, dass hier so ein bisschen rumsteht. Rucksack ohne Ruck auf dem Rücken. Was es da nicht alles gibt, der Messerblock in Profiqualität. Jeder Koch, der etwas auf sich hält, muss einen haben. Und tatsächlich hätte ich den gerne so von schräg nach quer. Müsste dann eigentlich auch schwarz sein. Einsteiger-Set Floristentraum. Ich weiß gar nicht. Ich kaufe jetzt hier die ganze Zeit Mumpitz. Kinderdeko. Bilder, Bilder an der Wand. Umgebung 1, Umgebung 2. Was haben wir hier? Hoppelhäschen. Zugsatz. Zugsatz Motorwagen. Also wenn man jetzt hier auch Gleise legen kann, dann feiere ich das. Geht aber leider nicht. Eine Stehlampe. Und ein Teppich. Wie wär's denn mit dem Teppich? Ein schöner Teppich, ein runder Teppich, Yin und Yang, den lege ich hier gern lang. Halbherziger Fußabtreter, Badezimmer, Strukturteppich, super öko, Gitterteppich für drinnen und draußen, bequeme Bodenkunst von für unser Bestes. Ja, so ein Wohnzimmerteppich. Sim Idol, Meridian. Wer erinnert sich nicht an den ersten Teppich, der ihn zum Weinen gebracht hat? Was? Dinge, die mir nie passiert sind, weinen müssen wegen eines Alter, ist das riesig. Gut, der bringt mich jetzt auch zum Weinen.
kostet der? 515 für, ganz ehrlich, für einen blöden Teppich. Nehme ich hier so einen Strukturteppich. Naja, hau ich den mal dahin. Ist ja auch schön. Da kann man sich da die Treter abtreten. Ist ja auch nur, damit es hier wesentlich hochwertiger aussieht. Da fehlt auch noch was in der Wand. Es ist einfach schön hier. Ich bin gerne hier. Man könnte meinen, ich habe mein ganzes Leben hier gewohnt. Ich bringe jetzt immer so ein bisschen Mumpitz an. Es ist nicht schön, aber zweckmäßig. Wir werden später natürlich noch ein bisschen Geld dazu verdienen. Dann werden wir das alles ein bisschen ausarbeiten. Jetzt momentan ist es natürlich nur dazu da, damit die hier am Rumwohnen sind. So, gibt ein bisschen was Umgebung, kostet 200 Simoleons, viel zu teuer. Und ansonsten, die Frikadella braucht auf jeden Fall noch einen Kleiderschrank. Hier sind Bücherregale, Schlafzimmer, gibt es da Kleiderschränke? Kommoden. Das hier ist so eine Kommode, oder? Ich hätte gerne Informationen zu diesem Objekt. Enigma-Kommode, jawohl, eine Kommode haben wir. Kann man die umpinseln? Die kann man 100 pro umpinseln, verkaufen, im Inventar platzieren. La 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 la. Ach, da oben. La la. Design Tool. Ach komm, ich mach dir mal ein bisschen heller. Mach sie ein bisschen heller. Und einen Superspiegel. Standspiegel, Vater Morgana. Da ist es wieder. Die rein klaren Linien eines Rechtecks. Und was erscheint in seiner Mitte? Du. Atemberaubend. Charisma-Fähigkeit. Wir wissen alle, für wen wir das brauchen. Und ich glaube, den hätte ich auch gerne... Ein Weiß geht nicht, ne? Dann hätte ich den gerne so in gräulichem Grau. Okay, wie wär's denn, wenn wir den so hinstellen? Dann kann man nicht mehr, sich nämlich selber beim Kacken sehen. Das ist, glaube ich, nicht so optimal. So, ich stelle den mal da hin. Okay, jetzt haben wir ein bisschen was eingekauft. Was haben wir hier noch? Ein Wecker wäre noch ganz praktisch. Den brauchen vor allem die Kinder. Die bräuchten auch einen Nachttisch, ehrlich gesagt. Eine Kommode, eine Kommode. So, ein Nachttisch und ich glaube, dann nehme ich mal für Fridolin diesen Kistentisch. Den hat er nämlich damals, als er noch, da war er noch in Ägypten unterwegs. Wisst ihr noch? Da hat er sich das Ding mitgebracht. Sieht echt scheiße aus. Vielleicht hat er sich doch noch nicht mitgebracht, ich weiß es nicht. Nachttisch Traumland. Dieser entzückende Nachttisch ist der perfekte Ort für eine gute Nachtgeschichte, Leselampe und bietet außerdem Stauraum für Taschenlampen und andere geheime Schätze. Die zwei Schubladen lassen sich sanft öffnen und schließen, sodass Kinder ihre Eltern nicht wecken, wenn sie der Zahnfee Fallen stellen. Gibt's denn vielleicht ein bisschen... Das sieht alles so komisch aus. Das ist natürlich alles so Kindermöbel, ne? Vielleicht nehme ich einfach mal diesen ganz normalen Nachttisch hier. So, einerseits. Aber andererseits brauchen wir natürlich auch noch einen Wecker. Zeitgemäße Uhr. Wecker, Wecker, Wecker. Schildwache. Wecker, 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 Wecker. Wanduhr und verschämte Zeit. Uhr von für unser Bestes. Wir sind ja momentan immer noch am Ausrichten. Dann hänge ich da oben einfach so eine Uhr drüber, oder? Kaminuhr im Tudor-Stil, Kapitänsuhr, das ist alles zu übertrieben. 1300, also ganz ehrlich. Nehme ich hier mal einfach so eine zeitgemäße Uhr. Die hängt da unten. Warum auch immer die das tun sollte. Hier oben hängt die, damit die auch keiner sehen kann. Das ist so voll dämlich. Okay, ich glaube, damit haben wir das erstmal hier soweit
fertig. Ich glaube, das reicht auch erstmal. Ich wollte ja eigentlich nur eine Stereoanlage kaufen. Jetzt bin ich ja schon viel zu lange unterwegs. So. Ein Auto. Noch ein Auto. Ich fahre hier gerade mal die Küstenstraße entlang, aber hier... Also Küstenstraße ist gut. Hier ist ein bisschen Küste und naja. Eigentlich könnte Frikadella mal... Die ist ja gerade gut drauf. Da kann die eigentlich mal... Das würde ich gerne mal probieren, wie das aussieht und was das macht. Die kann doch mal angeln gehen, oder? Das hat die doch schon früher immer so gern gemacht. Zieht sich jetzt sogar an, legt dem Frido das Ding da neben seine Allergietücher und geht und schleppt sich jetzt mühselig da drunter zum Angeln. Balum 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 batibum, bum batubatubum. He he he, debiles Grinsen. Angeln, Angeln, ich liebe Angeln, vor allen Dingen Angeln, Sachsen, la la la, Hammelfaxen, la 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 la.